Petersdorf mit seiner dem heiligen Johannes dem Täufer geweihten St. Johanneskirche liegt im Westen der Ostseeinsel Fehmarn. Die zweischiffige Back- und Feldsteinkirche wurde vermutlich um 1220 erbaut. Die um 1300 begonnene Erweiterung zu einer vierschiffigen Kirche blieb unvollendet. 1567 wurde der Kirchturm neu errichtet. Mit 60 Metern ist er der höchste der vier Inselkirchtürme und dient seit nunmehr 450 Jahren der Schifffahrt als weithin sichtbare Landmarke. Die Ausstattung der Kirche zeugt vom Wohlstand der damaligen Bewohner von Petersdorf. Das hölzerne Triumphkreuz vom Ende des 15. Jahrhunderts mit Christus am Kreuz, flankiert von zwei Heiligenfiguren. Die Kanzel mit Schalldeckel stammt aus dem 16. Jahrhundert. Epitaph eines reichen Petersdorfer Ehepaars aus dem 17. Jahrhundert. Der bemalte und vergoldete hölzerne Flügelaltar vom Ende des 14. Jahrhunderts ist einer der ältesten Schnitzaltäre Norddeutschlands. In der oberen Reihe ist Maria im Strahlenkranz, flankiert von den 12 Aposteln, zu sehen. Darunter befinden sich die Büsten von 13 weiblichen Heiligen.
Das 8,70 Meter hohe bemalte und vergoldete hölzerne Sakramentshaus diente zur Aufbewahrung der geweihten Hostien für die Sterbekommunion. Es ist das zweithöchste Sakramentshaus Norddeutschlands. Der Barockaltar stammt aus dem Jahr 1772 und wurde von dem wohlhabenden und einflussreichen Kämmerer Hans Laffrenz und seiner Frau Anna gestiftet. Die Taufe aus Kalkstein von der Insel Gotland stammt aus der Zeit der Erbauung der Kirche und ist das älteste Inventar. Der über dem Taufstein hängende Taufdeckel wurde erst 1779 ebenfalls vom Kämmerer Laffrenz und seiner Frau gestiftet.